Die Stunde der Wahrheit. Tobias Petrat ist gespannt. Hat er alles richtig gemacht? Es geht um dieses Seil. Belastungstest. Wie viel hält es aus? Perfekt. Das Seil reißt erst bei einer Belastung von über 2 Tonnen. Test bestanden. Das Zerstören von Seilen gehört zu Tobias' Job dazu, aber eigentlich macht er Seile bei der Firma Liros im oberfränkischen Lichtenberg. Laut ist's dort, Tobias braucht Ohrenschutz. Liros produziert unzählige verschiedene Seile, die meisten für den Segelsport. Ein Seiler muss die verschiedenen Seiltypen kennen und sonst? Ja, es soll auf jeden Fall rechnerisch begabt sein. Handwerklich auch geschickt, weil du auch viel mit den Händen arbeitest. Ja, und technisches Wissen musst du auch haben, so. Ja, was noch? Verantwortungsbewusst muss man auch sein. Man hat eine große Verantwortung, weil man muss die Maschinen bedienen und so. Und da darf man keine Fehler machen. Maschinen. Denn moderne Seile entstehen an solchen Flechtmaschinen. Tobias soll 500 Meter eines Seils für eine Segeljacht herstellen. Er muss sich genau an die Vorgaben halten. Je nach Anzahl der eingesetzten Spulen, dem Material und den Einstellungen hat das Seil andere Eigenschaften. An der Maschine setzt Tobias 20 Spulen mit Chemiefasern ein. Seile sind heute Hightech-Produkte. Die meisten bestehen aus Polyester oder Polyamid. Sitzen alle Spulen, geht's los. Das Seil entsteht. Und nebenan noch unzählige andere. Tobias hat viele Maschinen im Blick. Er macht mehrere Seile gleichzeitig. Dabei muss er aufpassen, die Arbeit an den Maschinen ist nicht ungefährlich. Und sein Seil? Perfekt. Und dann Handarbeit. Um das Seil am Boot befestigen zu können, braucht es an den Enden eine Art Öse. Tobias verbindet das Seil mit einem der Seilenden zu einer Schlinge. Spleißen nennt der Seiler das. Dazu braucht er flinke Finger. Nicht umsonst gehört der Job trotz moderner Maschinen noch immer zum Handwerk. In die Schlinge setzt Tobias eine sogenannte Kausche aus Metall ein. Noch takeln, also festbinden, abbrennen, fertig. Der Kunde kann das Seil auf seinem Schiff einsetzen. Jedes Seil ist anders. So, es gibt kein Seil, das gleiche ist. So, man kann so viel verändern durch die Konstruktion, das Material und die Eigenschaften. Also, es hat jedes Seil seine bestimmte Aufgabe und einen bestimmten Verwendungszweck. Tobias Seil wandert erstmal ins Fertiglager und wartet dort auf seinen Einsatz auf einem Segelboot irgendwo auf der Welt. Und diese Fähigkeiten sind gefragt. Handwerkliches Geschick, technisches Verständnis sowie Kenntnisse in Mathematik und Physik. Und so hat auch Tobias mal angefangen. Die ersten Versuche im Spleißen und Knoten machen. Ja, ist okay. Die Textilberufsschule im oberfränkischen Münchberg. Azubis im ersten Lehrjahr. Immer wieder während der 3-jährigen Ausbildung kommen sie aus ganz Deutschland hierher. 12 Wochen pro Jahr. Mitbringen müssen sie eine große Portion Geschick, denn hier in Münchberg lernen die angehenden Seiler die wichtigsten Handgriffe. Es gibt zahlreiche verschiedene Knoten und Spleiße. Jeder hat eine andere Aufgabe. Die Ergebnisse können sich sehen lassen. Die wichtigsten Spleiße. Gleich nebenan das Seil machen, per Hand. In den meisten Betrieben entstehen Seile heute zwar an modernen Maschinen, aber auch die alte Technik müssen Seiler noch beherrschen. Die Grundlagen des Seilmachens aus Jutefasern. Einmal mit der Holzlehre drüber und
Fertig ist der Strick. Und das sind die Ausbildungsinhalte. Azubis lernen alles über die Eigenschaften der Rohstoffe, das Herstellen und Konfektionieren von Seilen und Netzen sowie das Einrichten und Bedienen von Maschinen. Von der Handarbeit zur Maschine. Vom Seil aus Jute zum Seil aus Draht. Moment, aus Draht? Ja, denn auch die machen Seiler. Vormittag bei der Firma Karl Stahl in München. Thomas Heber hat seine Ausbildung gerade hinter sich gebracht. Er hat sich auf die Weiterverarbeitung von Drahtseilen spezialisiert. Vom nur wenige Millimeter dünnen Seil für die Medizintechnik bis zu dicken Seilen für Seilbahnen. Heute produziert Thomas Achshebeseile für Lkw. Nachdem die Seile von einer Maschine zurechtgeschnitten wurden, setzt er mit der Hand in eine Schlaufe eine Metallkausche ein. Das kennen wir schon. Und gleich das nächste. Das Ganze wird gepresst. Auf die benötigte Länge gezogen und festgeklopft. Das geht natürlich nur mit viel Kraft. Jeder Handgriff muss sitzen. Thomas ist konzentriert. Seine Seile müssen später im Einsatz perfekt sein. Also ich muss sagen, mir macht es sogar Spaß, wenn ich weiß, ich muss Verantwortung für etwas tragen. Wo Menschenleben dranhängen, ist jetzt schon ziemlich hochgegriffen. Es ist aber wirklich so, weil ich weiß, wenn ich meine Arbeit gut mache, dann haben andere Leute auch was davon. Und es ist ja auch in der Medizintechnik und bei LKWs, wie gesagt, ohne uns könnten wahrscheinlich gar keine Autos rumfahren oder ähnliches oder Seilbahnen gar nicht laufen. Von dem her weiß ich, wenn ich was mache und ich mache es gut, dann habe ich wirklich was geleistet. Und dann geht's wieder von vorne los. Die Kunden bestellen hohe Stückzahlen. Die Arbeit als Seiler kann deshalb eintönig werden. Und das sind die negativen Seiten. Die Arbeit im Stehen, die Arbeit in lauten Fabrikhallen und monotone Arbeitsabläufe. Aus dem Süden in den hohen Norden, nach Rostock. Meer, Möwen, Schiffe, Fischnetze. Die stellt die Firma Rofia her, auf dem sogenannten Netzboden. Netze und alles, was dazugehört. Dass hier alles rund läuft, dafür sorgt Stefan Lehmann. Obwohl er erst 25 ist, ist er schon Vorarbeiter. Zu seinem Job gehört die Beratung der Kunden. Ach, das ist schön. Du hast aber angefragt wegen deinem Netz hier, wegen dem Helikopter, ne? Da sollte ich dir nochmal ein Angebot machen, den Vorschlag. Heute will ein Kunde ein Netz zum Fang von Heringen. Stefan macht ihm Vorschläge und bekommt den Auftrag. Wenn du diese Woche schon brauchst, dann machen wir das sofort fertig. Das Besondere daran ist, dem Kunden ein Netz zu verkaufen, was für sein Boot und für seinen Einsatz, wo er sein Netz einsetzen will, dass es für ihn perfekt ist. Ne? Für sein Boot, was er damit ziehen kann, wie viele Tonnen und alles Mögliche. Ne? Wo er damit fischen will, in welchem Gebiet. Was er überhaupt fangen will für einen Fisch. Ob das nur für Hering ist oder für Dorsch oder für Plattfisch. Alles Mögliche. Vom Computer berechnet Stefan den Schnittplan für das neue Netz. Wie viele Maschen darf es haben? Wie lange soll es sein? Gute Schulkenntnisse in Mathematik, aber auch Physik sind wichtig. Noch ausgedruckt und dann geht's raus auf den Netzboden. Dort entsteht das neue Netz.
Los geht's per Hand und Messer. Auf dem fertig angelieferten Netztuch schneidet Stefan große Stücke aus. Mit einem Seil werden die ausgeschnittenen Teile dann gelascht, also zusammengebunden. Auch hier sind wieder geschickte Finger gefragt. Stefan muss sich bei der Arbeit genau an die vorher berechneten Maße halten. Und dann wird das Ganze zusammengestrickt mit einem besonderen Knoten, dem sogenannten Schotsteg. Und so geht's weiter. Hunderte von Knoten. Bis zu 2 Wochen kann's dauern, bis ein neues Netz fertig ist. Langweilig wird Stefan dabei aber nie. Man kann viel lernen, jeden Tag was Neues, neue Sachen, neue Materialien, mit denen man zusammenkommt und zusammenarbeitet und auch verarbeitet hier. Ja, es ist manchmal etwas monoton, aber doch im Großen und Ganzen sehr abwechslungsreich. Und es macht eigentlich sehr viel Spaß. Bis zu 600 Meter lang, 10 Tonnen schwer, kann ein fertiges Netz werden. Fangflotten von Portugal bis Russland machen mit ihnen Jagd auf Fischschwärme in den Weltmeeren. Und das sind die Karrierechancen. Der Aufstieg im Unternehmen, die Meisterprüfung oder ein Studium, zum Beispiel zum Bachelor im Bereich Textiltechnik. Nachmittag, zurück bei Thomas Heber, dem Mann mit den Drahtseilen. Thomas hat einen Montageauftrag, denn Seiler arbeiten nicht nur in Werkshallen. Häufig montieren sie ihre Produkte auch selber. Sie kennen die Eigenschaften der Seile und Netze schließlich am besten. Manchmal geht's auch kurzfristig raus, zum Beispiel wenn eine Seilbahn repariert werden muss. Heute ist der Auftrag allerdings eine Nummer kleiner. Thomas soll an einem Geländer ein Sicherungsnetz anbringen. Weitere Informationen zur Seilerausbildung und auch zur Bezahlung gibt's übrigens im Internet unter www.ichmachs.com. Thomas nimmt die Maße für das Netz und schneidet es zurecht. Dann legt er los mit der eigentlichen Montage. Dabei ist eine Mischung aus Geschick und Kraft gefragt. Er muss ganz genau arbeiten. Die Ausbildung zum Seiler ist übrigens erst seit einigen Jahren wieder im Kommen. Seiler zu sein ist deshalb was Besonderes. Es gibt ja nicht mehr viele Seiler und sie werden halt auch gebraucht. Und es macht auch riesen Spaß, also man kann wirklich nichts sagen. Es ist halt eine außergewöhnliche Sache und man lernt hier was. Also, man sieht es ja, Kfz-Mechaniker. Es gibt Tausende in Deutschland. Seile waren es eben bloß 20 in meinem Jahrgang. Und dann das zu lernen und zu sagen, ich war einer von diesen Leuten, die das gemacht haben und die jetzt wieder reinkommen, ist schon was Gutes. Und die Ausbildung lohnt sich. Es gibt immer neue Materialien, immer neue Anwendungen für Seile und Netze. Mit ihrem breiten Fachwissen haben gelernte Seiler deshalb hervorragende Berufsaussichten.